Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM mit dem Gaming-PC Ryzen 5 3600 und einer RX 6600 für 1149 Euro. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid-Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 Euro. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das System wurde mir vorgeschlagen, ich soll mir das doch bitte mal angucken und das machen wir jetzt auch. Erstmal zum Bild. Ja, das Bild ist tatsächlich ein Beispielbild. Sie weisen nämlich darauf hin, dass die Konfiguration anders sein kann. Denn hier ist ein Full-ATX-Mainboard drin, beleuchteter RAM, beleuchtete Kühlung, könnte eine Wasserkühlung sein sogar. Es ist eine Nvidia-Grafikkarte drin, hier drin steckt allerdings eine AMD-Grafikkarte. Hier unten weisen sie auch gerne nochmal darauf hin, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Sprich, wenn das Ding zu euch nach Hause kommt, sieht es nicht so aus. Außer das Gehäuse an sich, aber der Rest halt nicht. Hier haben wir auch nochmal ein paar Hinweise. Hier ist die AMD RX 6600 mit 8 GB VRAM verbaut. Ja, das ist schön. Gaming in maximalen Details in Full HD. Ja, das kommt circa hin, wenn ihr euch auf 60 FPS beschränkt. Habt ihr jetzt einen 144 Hertz Monitor, schafft die Grafikkarte aber nur 60 FPS, kriegt ihr keine Probleme, aber es sieht kacke aus, es ist einfach so. Aufwendiges Multitasking oder Videobearbeitung. Ja, Videobearbeitung könnte schon ein bisschen länger dauern. Ultraschnelle Start- und Reaktionszeiten dank SSD-Laufwerk. Ja, das stimmt. Gehäuse mit Sichtfenster stimmt auch. Ja, es ist halt ein Plastikbomber, da kommen wir jetzt aber zu. Als Gehäuse haben wir ein Aerocool Bolt Acrylfenster. Hier haben wir es auch schon. Hinten ist da tatsächlich schon ein Lüfter verbaut. Vorne können noch drei verbaut werden. Und wenn ihr euch dieses System wirklich kaufen solltet, ihr kommt ja später zum Ergebnis, dann werdet ihr es sehen, solltet ihr vielleicht noch Lüfter vorne mit einbauen lassen, weil der Airflow sonst nicht so gut gegeben ist. Klar, der Ryzen 3600 macht jetzt nicht so viel Abwärme, die 6600 auch nicht, aber es ist trotzdem besser, einen guten Airflow im System zu haben. Ansonsten passt in dieses Gehäuse natürlich alles rein, aber es ist wirklich ein Plastikbomber. Ich habe vor kurzem so eine Aerocool, also jetzt nicht das, sondern ein anderes zu Hause gehabt. Das war echt nicht schön, aber hier passt wie gesagt alles rein. Das Netzteil kommt hier unten rein, genug Platz fürs Mainboard. Da könnte sogar ein Full-ATX-Mainboard rein, hier ist allerdings nur ein Micro-ATX drin. Grafikkarten können auch sogar die längeren reingebaut werden, das passt auch soweit. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön, dass 355 mm Grafikkarten verbaut werden können. Alles in allem bewegen wir uns natürlich so ein bisschen im Budget-Bereich und da ist das schon okay. Ich zeige euch aber gleich noch eine Alternative. Und das Gehäuse kostet 29,90 Euro bei Notebooks billiger. CPU, der allseits bekannte AMD Ryzen 5 3600. Ja, den kennt ihr ja schon. Wenn ihr streamen wollt, würde ich euch zu einem Prozessor mit mehr Kernen raten. Ihr könnt mit dem natürlich auch streamen, wenn ihr über die Grafikkarte rendert, beziehungsweise nicht so anspruchsvolle Spiele habt, wenn ihr wirklich streamen wollt. Wollen ja nicht alle, ich will es nur angesprochen haben. Ist ein 6-Kerner, 12 Threads, 65 Watt TDP, unterstützt offiziell bis zu 3200 MHz RAM. Ihr könnt aber 3600er auch benutzen natürlich. Kostet 197 Euro bei Mindfactory. Mainboard MSI B450M Pro-M2 Max AMD B450 Chipsatz. Ja, der B450 Chipsatz, der ist in diesem Bereich natürlich noch sehr weit vertreten, weil es irgendwo im Budgetbereich ist. Aber es ist halt wirklich wieder nur ein Micro-ATX-Mainboard. Ihr habt keine gekühlten Spannungswandler. Hier nochmal zum Thema Airflow im Gehäuse. Ihr könnt in Anführungsstrichen nur zwei RAM-Bausteine verbauen. Hier kommt die SSD rein, hier vorne kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr nicht mehr benutzen können, weil der Lüfter das überdeckt. Hier unten könnt ihr eventuell noch eine WLAN-Karte reinstecken. Dieses System hat kein WLAN, schon mal vorweg. Zu den Anschlüssen haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, viermal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Hier unten HDMI, DVI und VGA werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und PS/2 werdet ihr auch nicht benutzen wahrscheinlich, weil ihr meistens alles über USB macht. Es ist halt echt ein billiges Board, ne? Man muss es so sagen, wie es ist. Ich würde schon fast Resteverwertung nennen, aber gut. Ihr könnt auf dem Board später sogar noch ein Ryzen 5000 draufschrauben. Ob das jetzt Sinn macht, naja. Bevor sich jemand wundert, warum jemand draufschrauben sagt, das ist meine Sprachart einfach nur. Die werden natürlich einfach nur draufgesetzt und festgeklemmt. Ich sage einfach immer nur draufschrauben, weil man den Lüfter hinterher noch mit draufschraubt. Kostet 57,98 Euro bei Amazon.
Als Grafikkarte haben wir eine AMD Radeon RX 6600 ohne XT, 8 GB Sapphire Puls. Ja, Sapphire finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe selber auch eine Grafikkarte von Sapphire, Stichwort Spulenfiepen, habe ich jetzt keine Probleme mit. Ich habe aber auch die 6700 XT, ich weiß nicht, ob es bei der hier anders ist. Die reicht für Full HD Gaming mit 60 FPS, je nach Spiel natürlich aus. Wenn ihr jetzt Minecraft spielt oder Among Us oder so, da habt ihr natürlich mehr FPS. Da ist es allerdings auch nicht so wichtig. AAA-Titel schafft die, wie gesagt, auch. Ist halt wirklich eine richtige Einsteiger-Grafikkarte. Hat eine TDP von 132 Watt laut AMD und 140 Watt laut Sapphire. Das ist jetzt, ja, nicht so viel. Die neuesten Grafikkarten haben so um die 250, je nachdem, was man für eine nimmt. Hat aber auch nur was mit der Abwärme zu tun, sollte euch jetzt soweit nicht interessieren. Es sei denn, ihr wollt hinterher eine stärkere Grafikkarte einbauen, dann müsst ihr das mit den Lüftern nochmal beachten im Gehäuse. Zu einem FPS-Test kommen wir gleich noch. Und die kostet aktuell 529 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 3000 Corsair Vengeance LPX. Zuallererst freut es mich, dass es Corsair Vengeance geworden ist und dann auch noch ein Dual-Kit, weil Dual-Channel wirklich sehr wichtig ist. 3000er ist natürlich wieder so eine Sache. Wisst ihr, 3000, 3200, 3600, diese Steps dazwischen, die machen vielleicht einen Preisunterschied von 10, 15 Euro auf. Also da haben sie wirklich wieder richtig gespart. Macht für euch vielleicht jetzt nicht den großen Unterschied. Ich finde es nur sehr schade, dass sie das Potenzial des Ryzen nicht voll ausnutzen. Ansonsten sind 16 GB in dieser Preiskategorie völlig geläufig und kostet 62,87 Euro bei Mindfactory. Als SSD haben wir eine 500 GB Western Digital Blue SN550, 2400 MB lesen und 1750 MB schreiben. Ja, braucht man jetzt nicht viel zu sagen. Ist ein M.2 SSD mit PCI Express 3.0. 500 GB ist natürlich, ja, schon wenig, aber in diesem Preissegment ganz geläufig. Ihr könntet vielleicht hinterher noch erweitern mit einer HDD für andere Spiele, auch für Bilder, Videos, je nachdem, was ihr so habt. Oder ihr kauft euch noch eine größere SSD, wie ihr möchtet. Kostet 46,80 Euro bei Mindfactory. Ja, das Netzteil ist ein 450 Watt MIFCOM Performance, 80 plus Bronze, 230 Volt EU. Ja, das ist klar. Wir müssen jetzt eine Alternative nehmen, weil es das im Endkundensegment so nicht zu kaufen gibt. Es sei denn nur gebraucht, aber das wollen wir ja nicht. 80 plus Bronze ist halt der kleinste Standard, ne? Beziehungsweise 80 plus, also das ist jetzt nicht so geil. Es reicht natürlich für dieses System aus. Es sind auch nur 450 Watt, sprich, wollt ihr hinterher mal irgendwann aufrüsten? Ihr sagt euch, hey, in einem Jahr, ich möchte eine stärkere Grafikkarte, baut die in dieses System ein, braucht ihr safe ein neues Netzteil. Vielleicht geht eine 6600 XT auch noch, 6700 XT vielleicht auch, aber alles darüber, auch in Richtung Nvidia, ist schon sehr, sehr eng bemessen. Und ich weiß nicht, wie gut diese Netzteile von MIFCOM sind. Wie gesagt, wir nehmen jetzt hier eine Alternative für 39,85 € bei Mindfactory. Soundkarte ist klar, HD, Audio Onboard, CPU-Kühler, Be Quiet, P-Rock 2. Finde ich gut. Ist super für diesen Prozessor, der reicht sogar für die 5600er Variante. Also beim Lüfter haben sie wirklich alles richtig gemacht. Finde ich persönlich auch immer sehr wichtig, dass ihr keine Probleme beim Zocken bekommt, weil, wenn es zu warm wird, kriegt ihr FPS-Drops. Der Prozessor fängt an zu drosseln, die Grafikkarte ebenfalls, je nachdem, wie warm die dann wird. Aber der reicht mit einer TDP von 150 Watt gegenüber den 65 Watt des Prozessors natürlich völlig aus und kostet 29,77 € bei Mindfactory. Garantie, 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return, das ist ganz geil. Sprich, habt ihr irgendwas mit dem System in den kommenden 3 Jahren, ruft ihr bei MIFCOM an, die schicken DHL bei euch vorbei, die holen das Teil ab. Und wann ihr es dann wieder bekommt, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht hat jemand von euch ein paar Erfahrungsberichte, schreibt die gerne mal in die Kommentare, wie lange es bei MIFCOM gedauert hat, so einen Rechner zu reparieren, wenn denn mal was kaputt war. Ja, die Schnittstellen, die sind im Gehäuse und im Mainboard geschuldet, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Und dann wären wir tatsächlich schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Gehäuse und das alternative Netzteil. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 993,17 Euro. Das System soll kosten 1149. Sprich, 150 Euro, sage ich ja immer, ist so die Richtung, wo ihr auch schon bei Mindfactory euch was zusammenbauen lassen könntet, wenn ihr das nachstellt. Das heißt, der PC ist auf jeden Fall nicht zu teuer. Die Konfiguration macht in meinen Augen jetzt nicht so viel Sinn. Ich finde es schade, dass sie beim Mainboard gespart haben. Ich finde es schade, dass sie vor allen Dingen beim Netzteil und beim RAM gespart haben. Beim RAM ist es jetzt nicht so schlimm. Ich würde dieses System trotzdem nicht empfehlen. Vor allen Dingen dann nicht für diesen Preis. Wenn sie jetzt gesagt hätten, noch 1000 Euro oder so, dass sie dann wirklich in den Einkaufspreisen irgendwo die Marge haben, okay. Aber dafür, ja, leider nein. Sie ziehen euch damit nicht ab. Wer das System gekauft hat, okay, von mir aus, ihr habt dann halt keine Zukunftssicherheit. Das ist so ein Thema für sich. Aber ich werde es so auf jeden Fall nicht empfehlen. Jetzt kommen wir doch zum FPS-Test und dann mal zur Alternative. Ich habe mir wie immer ein YouTube-Video rausgesucht, der hat auch den Ryzen 3600 mit einer RX 6600 ohne XT, PC-Benchmark, 1080p und 1440p. Und wir starten mal mit Assassin's Creed Valhalla auf 1080p und hohen Einstellungen. Da liegt ihr jetzt gerade so im Durchschnitt bei 72 FPS.
Schauen wir uns WQHD an, haben wir aktuell so 53 FPS. Also das scheint doch nicht der Durchschnitt zu sein, sondern wirklich immer die Ganzzahl, die jetzt gerade wirklich aktuell da steht. Bei Mafia zum Beispiel hätten wir in Full HD um die 100 FPS plus minus 10 FPS. In WQHD hätten wir immer noch 64 FPS, das ist auch noch in Ordnung. Nehmen wir Cyberpunk, seid ihr so bei 60 FPS mit hohen Einstellungen. In WQHD dann leider nur noch 43 FPS. Ich finde schon, 60 FPS sollte man haben, wenn man zockt. Horizon Zero Dawn auf Ultra-Einstellung erstaunlicherweise wirklich 90 FPS in Full HD. Bei WQHD immer noch über 60 FPS, was auch völlig in Ordnung ist. Schauen wir uns Red Dead Redemption in hohen Einstellungen auf Full HD an, sind wir bei 100 FPS. In WQHD auch immer noch bei 70 FPS. Metro Exodus bei ca. 75 FPS, 70 bis 75. Und in WQHD und Ultra auch 57 FPS. Also alles im Allen, von der Grafikkarte und der Prozessorleistung her reicht das natürlich aus. Solltet ihr wirklich mit dem Gedanken spielen zu streamen, werdet ihr natürlich ordentlich FPS-Drops kriegen, beziehungsweise ihr werdet diese Werte nicht erreichen. Wie gesagt, habt ihr euch das System geholt, habt ihr damit erstmal auch keine Probleme. Ihr werdet spätestens Probleme kriegen, wenn ihr irgendwann aufrüsten wollt und euch sagt, ich will was Dickeres einbauen, dann geht's nicht mehr. Das ist immer sehr schade. Ich habe aber eben auf die Schnelle, wirklich auf die Schnelle, noch was rausgesucht. Einfach mal bei Dubaro geguckt, was die aktuelle so haben. Und dann haben sie hier einen Gaming-PC Ryzen 5 3600, allerdings mit einer RX 6600 XT für einen Fuffi mehr. Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Das werdet ihr auch gleich bei den FPS sehen. Ich habe dafür auch einen FPS-Test rausgesucht. Nur mal um die Eckdaten zu klären. Ich werde das jetzt nicht 1:1 vergleichen. Wir haben hier den gleichen Prozessor. Wir haben allerdings einen alternativen AMD Intel CPU-Kühler. Ich würde euch wirklich bitten, da vielleicht noch einen Be Quiet Lüfter oder ähnliches drauf zu machen. Weil meistens haben die Leute Probleme mit Temperaturen. Das hatten wir jetzt einmal in der Community, weil die auch diesen alternativen Lüfter da drauf hatten. Der ist dann auch auf Be Quiet umgestiegen, hat seitdem keine Probleme mehr. Beachtet das bitte. Bei dem Mainboard sieht es natürlich schon viel, viel besser aus. Es ist nämlich ein Full-RTX-Mainboard, sprich ihr könnt noch viel mehr erweitern. Ihr habt 4 RAM-Bänke, ihr habt gekühlte Spannungswandler. Hier kommt natürlich der Prozessor drauf, hier die Grafikkarte. Hier oben könnt ihr dann noch eine WLAN-Karte einbauen. Hier eine M.2-SSD. Hier unten noch eine Capture-Card, wenn ihr möchtet. Oder eine USB-Erweiterungskarte, was man halt so findet. Es ist vom Design her auch deutlich besser, finde ich. Dann haben wir noch 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 7.1 Audioanschluss, Netzwerkanschluss, HDMI und DVI. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht benutzen, weil ihr halt keine integrierte Grafikeinheit auf dem Prozessor habt. Und PS2. Ich finde es aber designtechnisch schon deutlich besser. Ihr seht es ja auch auf diesem Bild hier. Jetzt natürlich die 8 GB AMD RX 6600 XT. Die ist wie gesagt deutlich schneller als die 6600er. Bei dem RAM haben sie sich auch nicht lumpen lassen, haben zumindest 3200 MHz RAM genommen anstatt 3000er. 3600er wäre jetzt auch schön gewesen, aber immerhin erfüllen sie damit die Spezifikation des Prozessors. Die SSD ist circa die gleiche, also ist ein anderer Hersteller, die ist auch ein bisschen langsamer, das macht jetzt aber den Braten wirklich nicht fett. Hier sehen wir es auch, 7.1 Multimedia, klar, das ist im Mainboard geschuldet. Hier haben wir allerdings 650 Watt ATSA PSA Z 80 Plus Bronze. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einige dieses Netzteil haben und keine Probleme haben, finde ich gut. Und vor allen Dingen habt ihr hier 200 Watt mehr. Das heißt, ihr habt noch mehr Luft, wenn ihr hinterher mal aufrüsten wollt. Wollt ihr eine 6700 oder 6800 XT zum Beispiel einbauen oder eine Nvidia 3070, reicht dieses Netzteil völlig aus. Auch beim Gehäuse haben wir ein besseres Gehäuse. Es ist ein Kolink Stronghold Schwarz mit Glasfenster. Finde ich immer noch nicht super geil, aber einige sagen, für den Preis wäre es wirklich ein gutes Gehäuse. Betriebssystem natürlich optional erhältlich. Gut, das war bei dem anderen System auch nicht mit dabei. Beim Service natürlich ein Jahr weniger. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, dann dieses System zu nehmen, denn ich habe das auch einfach mal schnell durchrechnen lassen. Danke an meinen Mod an der Stelle. Wenn wir uns den nämlich jetzt anschauen, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den alternativen Lüfter, wir haben jetzt einfach mal ein Silence genommen, das Gehäuse und dann noch das Netzteil, seid ihr bei 1099 €. Das System kostet einfach mal einen Huni mehr und ein Huni fürs Zusammenbauen ist völlig in Ordnung. Klar, die haben noch ein bisschen Marge im Einkauf gegenüber dem Verkauf der Hardware, bla bla, klar. Aber das ist besser als das vom MIFCOM, meiner Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich glaube aber nicht, dass da viel kommen wird. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem kleinen FPS-Test, was das Dubaro-System angeht. Hier haben wir auch schön noch eine Average-Anzeige. Das ist jetzt Assassin's Creed Valhalla in Full HD. Da seid ihr schon, wie ihr seht, bei 100 FPS. In WQHD habt ihr immer noch im Average 93 FPS. Nehmt ihr Hitman, seid ihr bei 120 FPS. In WQHD immer noch 66 FPS. Bei Cyberpunk in den Ultra-Settings auf Full HD habt ihr 60 FPS und in Ultra-Settings auf WQHD noch 35 FPS. Ich glaube, bei dem anderen hatten wir tatsächlich nur High-Settings, das hier ist wirklich jetzt Ultra. Bei Horizon Zero Dawn haben wir 80 FPS und WQHD immer noch die 60 FPS, die man sich halt auch wünscht bei diesem Game. Call of Duty Warzone kommt mit 100 FPS daher
Und in WQHD immer noch 90 FPS. Fortnite in Full HD, ja gut, das läuft mittlerweile auf jedem Toaster, 300 FPS. Und in WQHD 160 FPS. Dann haben wir noch Far Cry New Dawn, das läuft auf 67 FPS. Und in WQHD auf Ultra immer noch 45 FPS. Ja, finde ich schon ein bisschen wenig, klar, aber in dem Preissegment kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Und dann nehmen wir zu guter Letzt noch Battlefield 5, da sind wir bei 120 FPS, auf Ultra Settings in Full HD. Und in WQHD immer noch im Average 100 FPS, beziehungsweise 105. Und das wäre dann auch soweit meine Meinung zu diesen zwei Systemen. Das hier soll ja nur eine Alternative darstellen für euch. Also, wenn ihr euch eins kaufen wollt, kann ich bei dem hier, wenn ihr den CPU-Lüfter tauscht, bedenkenlos sagen, kauft ruhig den von Dubaro, legt diesen Fufi noch drauf und lasst das MIFCOM-System einfach beiseite. Das wäre das Beste, was ihr machen könnt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.